Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Weißt du noch, damals, hingefallen, wunde Knie, aufgeschürfte Hände, und sie war da. Arme, die dich umschließen, Worte, die die Seele streicheln, eine Hand, die dir Halt gibt. Längst bist du groß geworden, nimmst dein Leben selbst in die Hand, gehst deinen eigenen Weg. Tröstende Mütter scheinen von gestern. Die Sehnsucht aber ist geblieben. Nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Halt. Menschenhände haben ihre Grenzen. Sie sind nicht für immer da. Gottes Hand bleibt. Er ist da, er hält dich. Er tröstet dich wie eine Mutter. Ganz herzlich begrüße ich euch mit diesem Gedicht unter dem Titel Gehalten. Zum Gottesdienst heute am Muttertag. Gehalten sein, ja, diese Sehnsucht bleibt. Auch wenn wir längst groß, vielleicht erwachsen oder sogar schon alt geworden sind. Das Wissen, dass dieses Gehaltensein wichtig ist für uns, dass es ein menschliches Urbedürfnis ist, das haben wir in den letzten Wochen erfahren müssen. Als wir auf dieses Gehaltensein verzichten mussten, weil keiner da war, der uns mal in den Arm nahm oder drückte. Und doch haben wir vielen anderen etwas voraus. Denn wir wissen um einen Gott, der uns hält, auch wenn alles wankt. Der uns nah ist, wenn anderes uns nicht nahe kommen darf. Der uns Geborgenheit schenkt. Und so kommen wir und feiern wir im Namen dieses Gottes, der uns nahe kommt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns miteinander still werden, mit diesem Gott reden, zu ihm beten. Gott, in deiner Gegenwart sind wir heute Morgen. Du bist uns ganz nahe gekommen. Und hast dazu unsere Gestalt angenommen. Wir danken dir. Du hältst für jeden von uns einen Platz ganz nah bei dir frei. Du gehst mit uns Schritt für Schritt durch unseren Alltag. Du machst uns in deinen Taten und Worten die Liebe des Vaters sichtbar und erfahrbar. Denn du bist im Vater und der Vater in dir. Du rufst uns und du vertraust uns. Du kannst uns überzeugen, wenn wir ungeduldig oder misstrauisch sind. Für jeden von uns stehst du ein. Du, Gott, bist wie ein Vater, wie eine Mutter zu uns. Und wohin sonst sollten wir gehen als zu dir? Amen.
sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Manchmal, liebe Internetgemeinde, ja manchmal, da bin ich so untröstlich traurig. Wenn ein Anruf kommt, zum Beispiel aus Mazedonien, von Flüchtlingen aus der Unterkunft in Schlingen, die wir dort haben kennenlernen dürfen. Sie sind im vergangenen Jahr wieder abgeschoben worden und jetzt berichten sie, dass das Geld noch nicht einmal ausreicht, um die lebensnotwendigen Medikamente zu kaufen. Oder
weil bei dem Enkelkind einer Freundin ein Tumor gefunden wurde und das kleine Kind, bevor es ein Jahr alt wird, eine schwere Operation und Chemotherapie über sich ergehen lassen muss. Manchmal bin ich so untröstlich traurig, weil meine Nichte sich seit Monaten so sehr auf ihr Praxissemester freut und nun alle Schulen geschlossen wurden und sie ihr Lehramtsstudium ohne Praxis abschließen muss. Oder wenn ich bei meinem Mann erlebe, wie er sich in seiner Arbeit schier bis zum Umfallen engagiert und es danach doch nur Kritik hagelt, weil irgendetwas schiefgelaufen ist, auf das er vielleicht noch nicht einmal einen Einfluss hatte. Und vielleicht bin ich auch untröstlich traurig, wenn ich heute am Muttertag die Erfahrung machen muss, dass meine Kinder nicht daran gedacht haben, dass Muttertag ist. Und kein Frühstück ans Bett, keine Blumen und keine lieben Worte gekommen sind. Ich brauche Trost, immer und immer wieder, wie vermutlich alle Menschen auf dieser Welt. Aber keinen billigen Trost, keinen Trostpreis, wie ihn die Welt reichlich bietet, uns aber nicht glücklich macht. Kein Trostpflaster, wie es die Welt reichlich bietet, aber unsere Wunden nicht heilen wird. Was wir brauchen auf dieser Welt, ist ein Trost, der uns innerlich wieder festigt, der uns wieder Grund unter die schwankenden Füße legt. Das Wort Trost, es kommt aus der Wortbedeutungsgruppe treu, fest, stark. Trösten bedeutet, einen geschwächten Menschen wieder zu festigen, ihn wieder stark zu machen. Was wir brauchen, ist ein Trost, der uns Halt, Stärkung und Ermutigung ist, so dass wir wieder über unsere Untröstbarkeit hinaussehen können und dass wir merken, meine Situation ist vielleicht schwer, vielleicht ist sie schlimm und Gott wird vielleicht auch nicht wieder alles ganz gut machen. Aber er schenkt mir eine andere, eine neue Perspektive. Genauso, liebe Gemeinde, ging es auch den Israeliten zur Zeit des Propheten Jesaja. Sie hatten eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Krieg, Zerstörung Jerusalems und ihres geliebten Tempels. Deportation nach Babylon in die Gefangenschaft. Sie fühlten sich verlassen und vergessen. Und sie gingen eigene Wege. Und ist das nicht heute bei uns auch noch so? Sie verbündeten sich mit Mächten, von denen sie sich mehr Hilfe erhofften als von Gott. Und mitten hinein in diese scheinbar aussichtslose Lage spricht Jesaja Gottes Trostworte, die heute so wunderbar zum Muttertag passen. Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Wie eine Mutter. Aber ist Gott nicht unser Vater? Gott ist an sich weder männlich noch weiblich. Aber die Bilder Gottes sind in unserer Sozialisation klar männlich. Und dafür gibt es ja auch reichlich biblische Begründungen.
So wird allein im Neuen Testament 261 Mal Gott als Vater bezeichnet. Wie zum Beispiel im Vater unser, das wir auch jeden Sonntag im Gottesdienst beten. Sicher kommt das daher, dass die biblische Tradition und ihre Gottesvorstellung aus einer patriarchalen Gesellschaft entstanden ist, aus einer Gesellschaft, in der die Männer sehr dominant waren. Und doch gibt es Dutzende Stellen in der Bibel, die Gott auch mit weiblichen Bildern beschreiben. Wie in diesem Vers zum Beispiel. Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ich mache immer wieder diese interessante Erfahrung, wenn meine Enkelkinder zu Besuch sind. Als Oma, da darf ich, nein, das soll ich oder da muss ich gar irgendwie alles machen. Ich muss den Kindern beim Essen helfen, beim Anziehen, ein Buch vorlesen, mit ihnen zum Zähneputzen hochgehen ins Badezimmer. Es scheint so, als seien die Eltern abgeschrieben. Wenn das Kind aber fällt, wenn es sich wehtut und weint, lässt es sich nicht von mir trösten. Dann möchte es zu meiner Tochter oder zu meiner Schwiegertochter. Dann rennt es zu seiner Mutter. Ich denke nicht, dass das so ist, weil die Mutter also ganz rein objektiv gesehen besser trösten kann als die Oma oder als der Papa oder sonst jemand, sondern ich denke, dass das so ist, weil das Kind in diesem Moment einfach nur seine Mama will. Es ist ein rein subjektives Empfinden des Kindes in seiner Bedürftigkeit nach Trost. Daher würdigen wir heute am Muttertag alle Mütterlichkeit. Und wir bedanken uns bei Gott, von dem oder von der es heißt, wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Durch den Vergleich mit einer Mutter kommt uns Gott auch heute noch menschlich ganz nahe. Denn der Trost einer Mutter ist eine Urerfahrung, auf die wir alle zurückgreifen können und die sogar unsere Grundeinstellung zum Leben als Urvertrauen wesentlich bestimmt. Der Trost der Mutter ist offenbar eine so tiefe Erfahrung, dass wir sie nie vergessen. Oder wenn wir sie nicht machen durften, auch noch als Erwachsene schmerzlich vermissen. Nun spricht Jesaja in der zweiten Hälfte seines Buches immer wieder Trost, Heil und Zuversicht aus. Er verspricht Erlösung und er führt zum universalen Ziel Gottes für die gesamte Menschheit. Es geht um den Shalom, den Frieden Gottes für die ganze Welt. In diesem Kontext ist das Trösten zu verstehen, denn es geht hier nicht um ein kurzes Trösten, sondern um einen existenziellen, um einen verändernden Trost. Jesaja ist der Prophet, den wir auch heute brauchen, da er Gottes Botschaft im Getöse eines weltweiten Umbruchs, wie wir es auch heute noch haben, immer wieder ausruft. Tröstet, tröstet mein Volk. Das, liebe Gemeinde, ist eine Dimension von Trost, die ein Alles wird gut
übertrifft. Gott sieht die zerbrochenen Herzen und Hoffnungen. Er nimmt Elend und Scheitern seiner Kinder ernst und er macht sie zu seiner eigenen Sache, wie eine Mutter. Dieser Vergleich, er ist einmalig und er beschreibt eine besonders innige Seite Gottes. Es ist die barmherzige, tröstende und mitfühlende Seite Gottes, das Mutterherz Gottes, das weit über liebevolle Worte und Gesten hinausgeht. Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Im Neuen Testament wird diese breite Bedeutung von Trost aufgenommen und weitergeführt. Ich möchte euch zwei wunderbare Verse aus dem 2. Korintherbrief vorlesen. Gelobt sei Gott, heißt es hier, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Gott tröstet die Menschen, weil Gott selbst der Gott allen Trostes ist. Und damit wir auch trösten können. Als Tröstende handeln wir im Sinne Gottes. Gottes Wesen färbt sozusagen auf uns ab. Gott wird in diesen Augenblicken wirklich Mensch, wenn ein Mensch einem anderen, einem entmutigten, niedergeschlagenen, hoffnungslosen oder verzweifelten Menschen wieder Mut, Hoffnung, Vertrauen und Hilfe anbietet. Wenn einen Mensch einen anderen tröstet. Aber trösten ist leichter gesagt als getan. Das stellen wir doch schon so oft fest, wenn wir ein Kondolenzschreiben verfassen müssen. Oder wenn wir gegenüber trauernden oder fassungslosen Menschen nach Worten und nach angemessenen Verhaltensweisen suchen und ihnen am Ende doch lieber, viel lieber aus dem Weg gehen würden. Dabei ist das sicher eines der schlimmsten Dinge, die ein Mensch erleben kann. Ohne Trost zu sein. Ohne Trost zu sein, denn das heißt, in seinem Elend alleine zu bleiben. Niemanden zu haben, der es mit ihm zusammen aushält. Dabei genügt doch unsere Anteilnahme und unsere Anwesenheit, wenn wir keine tröstenden Worte mehr finden. So wie uns die Gewissheit, dass Gott immer da ist, Trost spenden kann. Das wird uns doch im Psalm 34 zugesagt. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Und so wünsche ich uns zum Schluss. Auf dieser Welt, die oft so trostlos ist, mit allem, was wir auf dieser Welt erleben und uns untröstlich macht, so wünsche ich uns zum Schluss, dass wir rennen. So wie meine Enkelkinder, wenn sie sich wehgetan haben, dass wir rennen in die Arme unseres Gottes, der uns Vater und Mutter ist und der uns tröstet, wie es nichts und niemand sonst auf dieser Welt vermag. Amen.
Deine Liebe tröstet mich, hält mich fest, enttäuscht mich nicht. Deine sanfte Liebe tröstet mich. Deine Liebe heilt mein Herz, zieht es wieder himmelwärts. Deine sanfte Liebe heilt mein Herz. Deine Liebe tröstet mich, hält mich fest, enttäuscht mich nicht. Deine sanfte Liebe tröstet mich. Deine Liebe heilt mein Herz. Deine Liebe heilt mein Herz, zieht es wieder himmelwärts. Deine sanfte Liebe heilt mein Herz. Wenn die Kälte um mich zunimmt und auch in mir das Licht verblasst, wenn das Gefühl des Überwältigtseins mich gnadenlos erfasst, find ich bei dir den Raum der Gnade, der mich atmen lässt, und den tiefen Trost, dass du bei mir bist. Tröstet mich. Deine Liebe tröstet mich, hält mich fest, enttäuscht mich nicht. Deine sanfte Liebe tröstet mich. Und deine Liebe heilt mein Herz, zieht es wieder hin. Es mir nicht nehmen, auf dich ja zu vertrauen. Ich durfte so oft erleben, wie die Hoffnung sich erfüllt, wie Zuversicht den Wald der Sorgen fällt. Deine sanfte Liebe tröstet mich. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine wohltuende Mütterlichkeit, für deine barmherzige, tröstende und mitfühlende Seite, für deine große Liebe, in der du dich jedem von uns zuwendest. Heute an Muttertag möchten wir dir auch ganz besonders für unsere Mütter danken. Und wir möchten auch an die Frauen denken, denen es in ihrem Leben versagt blieb, Mutter zu werden. Und an die Frauen, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und denen es bisher versagt blieb. Wir bitten dich für sie, um deine spürbare Nähe und Hilfe. In der Fürbitte, Herr, bitten wir dich auch um Trost für die Menschen in Trauer, in Krankheit und Gebrechlichkeit und der zahlreichen Not, die uns auf dieser Welt begegnet. Manchmal sagen wir, da kann man nur noch beten. Aber es ist nicht nur beten, sondern beten und bitten um die Hilfe, die du uns versprochen hast. Allmächtiger Gott, so tröste uns alle, die wir deinen Trost benötigen,
durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, der auch der Tröster genannt wird. Und höre auch, wenn wir zu dir gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch noch ein paar Informationen weitergeben. Allzu viel ist es ja nicht, denn immer noch sind alle unsere Gemeindeangebote online. Gottesdienste sind ja wieder erlaubt. Und ab Pfingsten, so hat es der Kirchengemeinderat entschieden, wollen auch wir hier in der Kirche wieder miteinander feiern. Mit vielen Einschränkungen und in kleiner Runde und mit ziemlich vielen Auflagen. Darum wird es auch weiterhin eine Übertragung des Gottesdienstes online geben müssen. Und dennoch, es ist wieder Gottesdienst hier bei uns in der Kirche. Auch das Opfer für die eigene Gemeinde, auf das wir als Kirchengemeinde angewiesen sind, könnt ihr uns nur online zukommen lassen. Die Kontoverbindung wird eingeblendet werden am Ende des Gottesdienstes. Aber wenigstens sprechen und sehen können wir uns vielleicht gleich im Zoom-Café. Die Koordinaten, wie ihr da reinkommt in diesen Kreis, findet ihr ebenfalls eingeblendet oder auf der Homepage. Und nun wünsche ich euch an diesem Sonntag, bleibt behütet und gesegnet. Wenn der Weg zu unseren Zielen uns an unsere Grenzen führt und der Druck auf unsere Seele an die letzten Kräfte rührt, wenn die Lasten größer werden, uns die Sorge schwer bedrängt, sehen wir nur noch die Beschwerden, nicht die Kraft, die aus dem Glauben kommt. Doch hier ist, was mich tröstet, das, was meine Seele trägt. Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. Es ist meine Kraft in schweren Zeiten. Es gibt mir Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt. Licht, das in mir lebt. Jesus Christus. Wir sind alle eingeladen, er steht für uns bereit. Mit ausgestreckten Armen in seiner Auferstehungskraft, aus Liebe und Erbarmen hat ihn Gott für uns zum Heil gemacht. Hier ist, was mich tröstet, das, was meine Seele trägt. Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. Es ist meine Kraft in schweren Zeiten. Es gibt mir Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt. Licht, das in mir lebt. Jesus Christus. Meine Seele ist
bist bei dir in guten Händen. Mein Zuhause ist in deiner Gegenwart. Es ist Trost in meinem Tag, Trost in meinem Tag. Licht in meiner Nacht, Licht in meiner Nacht. Hoffnung, die mich heilt. Kraft in schweren Zeiten. Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt. Licht, das in mir lebt. Jesus Christus. Kraft in schweren Zeiten. Geborgenheit.